Hallöchen, Freunde! Herzlich willkommen zurück zu Mario Party 1 Part 2. Mario Party 1 Part 2, ja, genau. Und ja, ihr seht, hier gibt es halt eine Gabelung. Tja, was machen wir da wohl? Das hier sieht man, ist eine World 5, das heißt, das ist hier eine Abkürzung. Kann man das eigentlich normal machen? Ja, Tatsache. Ja, auf jeden Fall ist das hier die dritte Welt. Hier geht's weiter mit wildes Ausschneiden. Ach du Scheiße, das mit USB-Controller. Moment, kurz mein Mikro ein bisschen verstellen. Hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Schneide so exakt aus, wie du nur kannst, wenn du genau... Ach, scheiß drauf, ich krieg den Kack... Gott, wie schneiden die denn da? Oh nein, ich hab den Goomba. Oh nein. Boah, das ist doch richtig kacke. Boah, das ist übelst assi. Und dann gibt's noch diese kleinen Grafikfehler. Seht ihr das? Diese Linie da, die man mal dazwischen hat. Das sieht ja total scheiße aus. Boah, das ist total kacke irgendwie. Und wie war die Linie doch gar nicht so rot früher. Naja, Emulatoren for the win, ne? Oh nein, nur noch 10 Sekunden. Mach hin, Mario. Boah, mach ich da schöne Ecken rein. Das sieht ja richtig künstlich aus. Boah. Gerade noch so fertig. 98. Na, das ist auch mal nice. Ich glaube, da oben die Kopfecke, die Heiken hier ernst getroffen hat, war. Ansonsten haben wir irgendwie alle gewonnen. Hab ich jetzt überhaupt gewonnen? Ja, ich hab gewonnen. Ja, klar. Und Mario guckt wieder so. Ich glaube, ich nehme nicht mehr Mario hier. Der guckt so komisch irgendwie so grimmig. So. Was willst du, Spaß? So, was ist das hier? Vergrabener Schatz, okay. Ach, genau, das war das Spiel. Ich muss jetzt mal gerade ein bisschen Brainstorming machen. In dem Spiel war ich irgendwie gut. Ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht weil ich ein kleiner Button-Smasher bin und man das schneller mit A vorwärts kommt. Aber irgendwie ist das auch ein seltsames Spiel. Der Sand liegt woanders, als man wirklich gräbt. Das ist ja doof. Ja, ich hab die Kiste gefunden. Ja, einfach mal so in die Mitte gebuddelt. Ich dachte, vielleicht findest du mal so ein schönes Hinweisschild, wo es denn ist, und ne, findest du da die Kiste? Ist auch nice, oder? Da, du Schlapp! Naja, okay, Mario freut sich. Sehen wir das so. So, was ist hier? Und so ein Klotz. Wüstensprint. Okay, das weiß ich echt nicht mehr, was das war. Irgendwas mit einem Stein, mit einem blauen? Keine Ahnung. Ach, das Spiel! Ach Gott, das hab ich ja total verdrängt. Wenn ihr nicht bei jetzt, weil ein Zeitraum kommt, ihr aus dem Tag und Fall zurück. Ja, okay. Oh, ich spiele mit Yoshi das erste Mal hier und ich glaube, ich habe Luigi als Gegengegner. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, mit Peach! Die dumme Schlampe geht fremd. Oh, was ist das denn für ein Fehler? Tut mir sorry, Freunde. Das ist jetzt echt scheiße, dass es da einen hässlichen Fehler gibt. Aber wir haben gewonnen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht in jedem Spiel so, in dem der Bildschirm getrennt ist. Das wäre sehr uncool. Also tut mir sorry, aber für den Grafikfehler kann ich jetzt leider nichts. Also ich weiß auch gar nicht, wie man das jetzt ändern könnte. Müsste ich mich mal in anderen Mario Party Let's Plays, wenn es sowas überhaupt gibt, mal erkundigen. Großes Tauziehen! Oh nein, das war doch hier das mit, wo ich Bowser bin, ne? Okay, mein Joystick ist wieder mal fertig und die nächste Gummischicht wird abgeriffelt. Ziehe die anderen in den Abgrund und beende den Level. Drehe einfach schnell den Joystick. Wenn du von der Klippe fällst, müsst ihr für eine riesige Piranha-Pflanze fressen. Ist ja gar nicht brutal, oder? Okay, Freunde, let's go. Ich hoffe, ich habe jetzt hier noch Halt. Nein! 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 Wieso kann ich... Wieso drehe ich hier nicht? Okay. Das ist jetzt hier nicht sehr zu meinem Vorteil gelaufen, irgendwie. No! Okay, das war jetzt wirklich nicht sehr erfolgreich. Muss ich andersrum drehen? Ich kann andersrum nicht drehen. Okay, ich probiere jetzt noch ein bisschen anderen Technik. Hey, hallo. Hey, wieso geht hier nichts mehr? Hallo.
Freunde, einen kurzen Moment gerade. Ich glaube, mein Controller hat gerade irgendwie keine Erkennung mehr, warum auch immer. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, Freunde. Da bin ich wieder für euch. Es geht gleich weiter hier. Ja, ich wollte jetzt wohl einfach... Ich glaube, mein Controller ist einfach abgesoffen und deswegen hat es nicht funktioniert. Tja, naja, passiert. Auf jeden Fall geht's jetzt. Aber irgendwie zieht er nur sehr etappenweise. Vielleicht sollte ich mal ein etwas anders drehen einfach. Jetzt mal etwas härter. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Fallt ihr, Loser! Fallt! Fallt ihr! Ach, scheiß drauf. Was hört mein Jet? Oh, Alter, ist ja richtig brutal. Welche weggesnackt, Alter. Gaum, gaum, gaum. Und yay, schön viele Münzen. Nice. Oh ja, okay, mein Controller muss jetzt ein bisschen leiden, aber ist ja egal. Yay, noch ein Leben, oder? Eigentlich das sehen, was ich gerade verloren habe. Ich trat, ey. Aber wir kriegen ja noch eins durch Münzen dazu, sehe ich gerade. Ching, ching, ching. Ja, Leben ist gut, Mensch. Wir haben es ja kapiert. Was ist das hier? Was, schiefe Türme? Was ist das denn? Schiefe Türme? Schiefe Türme? Schiefe Türme? Wie wär's mit Granturm? Sind wir jetzt in Pisa? Ach du Scheiße, das ist ja ein Einplayer-Spiel. Ach das. Oh nein, das war irgendwie assi. Da konnte man irgendwie kaum springen. Das war richtig kacke irgendwie. Ja, Mario mit seiner Ledersohlen da rumtapst, das klingt ja mal richtig geil. Boah, die Mucke war auch so schön grausig irgendwie. Die hatte richtig was gruselt. Meine Saumucke ist ein Scheißdreck da hängen. Boah, boah, Alter. Spring! Puh, da ist der Münzsack. Ich will Kohle. Nö, boah, puh. Okay, bisher habe ich es noch überstanden. Kohle, Kohle ist gut. Kohle, Kohle, Kohle. Nein, wir sind nicht bei Gronkh und wir sind auch nicht bei Minecraft. Wir sind bei Mario Party und ihr seid alle bei mir. Hoffe ich doch. Und das Ende. Yay! Und boah, wir sind ins Ziel und oh, cool, schöner Hintergrund. Very, very nice, man. Und wir haben es geschafft. Yay! Jetzt weiß ich gar nicht, wie lang der Part wurde. Oder wird durch die kleine Unterbrechung jetzt gerade. Ich muss gerade meinen USB-Controller an- und ausstöpseln. Und wir können speichern. Das ist doch nice. Dann müsste ja die vierte Welt kommen, ne? Oh, 16 Leben, ne? Das ist doch ganz cool. Du. Ja, und dann würde ich sagen, wenn ich die vierte Welt gemacht habe, dann mache ich so chronologisch die vierte, die fünfte. Und dann ist doch alles nice. Bob, Abfahrt, da-da-dam. Aber das war irgendwie cool. Ja, Bob, Abfahrt habe ich früher mal übelst gerne gespielt. Aber warum eigentlich? Ach, keine Ahnung. Einfach loslegen. Oh Gott, wie ging das überhaupt nochmal? Ich glaube, mit A musste man irgendwie anschieben und... Oh mein Gott, was war das denn? Speed, gib Speed. Ey, die Mucke ist ja stylisch. Hey, hey, you assy, Mann. Tackling, angreifen, Bams. Ha, schon sind wir vorne. Los, Yoshi. Wir haben den roten Flitzer, damit machen wir die fetten Monkeys und den dicken platt. Oh, die holen ein, die holen ein. Die haben mehr Erdgravitation als wir. Nein, wie unfair! Die cheaten! Boah, die tackeln uns hier richtig beiseite, Alter. Ihr blöden Assholes, Mann. Speedspur! Wow, wow! Alter, ganz schön kurvig hier. Wow, da ist eine Wand! Ah, da ist die nächste Speedspur. Alter, was? Der Rekord liegt bei 5 Minuten. Wie lang ist denn die Strecke? So wie es aussieht, sind wir ja schon über die Hälfte. Das kann auch nicht 5 Minuten dauern. Das kann doch nicht wahr sein, was für ein Shit. Es gibt auch kein Minispiel, was 5 Minuten geht. Da würde ja eine Party bei 10 Runden unter Umständen ewig dauern. Man, verpisst euch doch mal, ihr fetten Mann. Nun, Heppa. Ey, Alter, die wollen überholen. Lass ich nicht zu, Mann. Ja, Speedspur. Nein, 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 nein. Ganz schlecht, ganz schlecht. Haha. Jetzt haben wir sie abgehängt. Wuhu. Da, 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 da. Und wir haben gewonnen. Und die fetten Bams. Tja, da habt ihr eure Gravitation wiedergekriegt und habt euch voll gegen die Wand gehauen. Ihr seid doch zu blöd. Yo, nice, nice, nice. Ein Leben schon wieder. Mein Gott, schon 17 Leben, Alter. Das ist üblich in Mario-Spielen, dass man zu viele Leben bekommt. So, was war das hier? Skateboard-Fieber? Ich muss hier echt gerade überlegen. Also, das echt erschreckt mich selber. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nee, das war doof irgendwie.
Ja, das war irgendwie assi. Ich bin echt erstaunt und fast schockiert darüber, wie viel Spiel ich eigentlich vergessen habe. Oh, ich glaube, das war das auch mit A, ja. Nee, mit A war springen. Und B. Drücke B, sonst wirst du nicht froh. Dann wirst du in die Lava fallen und dann wirst du auch verkackt. Oh, wow. Alle die hohen Dinger sind ja mal richtig übel. Button smashing! Oh, da ist ein Sack, da ist ein Münzsack. Twing! Oh, die haben wir natürlich alleine gesammelt, obwohl die Computer gar nicht springt. Und Trap! Yo! Hepper! Und Zap! Boah, so einen Sprung müsste man mal richtig mit Skateboard machen können. Jetzt, finish him. Boah, das war übelst schwer, hier Erster zu werden. Komm, Mario, gib Speed! Ich liege vorne, oder? Ja, ich hab gewonnen. Yeah, Mann, so macht man das. Aber das ist übelst schwer, da in Führung zu gehen. Das ist minimal. Das sieht man so gut wie gar nicht. Und am Anfang war ich immer gleich, warum hat denn der jetzt gewonnen? Und warum habe ich nicht gewonnen? Und, naja, und irgendwann fiel mir dann auf, naja, es ist ja so ein Pixel, weil da ist er ja schon vorne, ne? Dann dachte ich, naja, dann machst du mal mehr Buttons, Mäuschen B hier, und dann schaffst du das schon. Und dann irgendwann hat es dann relativ vernünftig geklappt. Dabei ein zuverlässiges System trotzdem. Ja, das ist schon scheiße irgendwie. Durchfährst du Kurven ohne Geschwindigkeitsverlust. Aha. Und man in die Neigung geht, dachte so, okay, das war einfach nur, glaube ich, A drücken und dann in die Kurven denken. Also sich so rinlegen in die Kurven, kennt man noch. Ja, okay, das war mit A. Speed! Die Mucke ist lol. Haha. Wow, hey. Nicht rausfliegen, man kann auch rausfliegen, glaube ich. Irgendwie so war das da. Speed, Mann! Yeah! Nice! Mehr Speed! Wow, nicht so viel. Puh. Hast du mir aber rausgeflogen? Yeah! Oh Gott! Ich brauche mal eine vernünftige Halterung dafür. Oh, nicht rausfallen! Ja, und jetzt berghoch! Oh! Ein bisschen vom Gas gehen. Und dann weiter! Yeah! Gib Speed, Mario! Und Yoshi, du auch, Mann! Ja! Mann, ist das anstrengend. Okay, ja, wir wollen eigentlich. Da kann ich ja ein bisschen normal drücken und yay! Yeah. 42 Sekunden, ist da ganz nice, oder? Ich weiß gar nicht, was das so. Gibt's da Weltrekorde für die Minigames? Ach ja, das sind alles so eine Fragen, die ich mir wieder stelle. Ich meine, heutzutage wird da bestimmt irgendwie eine Rekordliste geben für die schnellsten Minigame oder all so weiter. Das ist doch bestimmt alt. Ach du Scheiße, ich weiß schon jetzt, was das. Das muss genau Geisterraten, Mann, Alter. Oh, das war auch so scheiße. Mann. Das Spiel halt noch nie gekonnt, irgendwie. Ich weiß ja gar nicht, was man noch mal machen. Ich glaube, Unsinn, Buh, das war. Keine Ahnung, ganz komisch irgendwie. Suche der Anführer der Buhs. Er bewegt sich als Erster. Finde ihn, um den Level zu beenden. Aha, okay, wozu kann ich Stampfattack und so einen Scheiß machen? Du kannst anhand der Schatten bestimmen, welcher Buh sich zuerst. Okay, ne, das probier ich jetzt einfach mal aus. Joa, das Spiel mochte ich. Da bin ich immer in Panik, weil die Viecher kommen immer näher. Und ich hatte immer keine Geduld dafür und hab dann immer irgendwie geklickt und das war meistens der Falsche. Aha, okay. Wer bewegt sich hier bitte als Erster? Manu! Ich glaube, der hier unten ist es, ne? Der da unten? Oder ist es der da oben? Oh nein! Ja, ich nehme jetzt aber den hier! Dodo! Ja! Ich hab's geschafft! Oh! Schwitz! Oh, die waren schon übelst nah! Jetzt wisst ihr, wo meine Angst vor Geistern herkommt. Nein, das wissen nur die Insider, die meinen Super Mario 64 Let's Play kennen. Ich habe übrigens, weil ich mal nur so nebenbei erwähnt haben war, ich habe ja meine Soundqualität jetzt etwas verbessert wieder, weil es jetzt lauter alles. Das war ja in den Super Mario Parts 1 bis 15 oder 1 bis 14 in dem Sinne eigentlich genauso. Da hat die Soundqualität immer so ein bisschen gelitten, nur es war allgemein einfach ein bisschen leise. So, jetzt sind wir hier beim Cooperfeld und speichern. Und ich glaube, Freunde, dann ist der Part auch schon vorbei. Aber vorbei heißt ja nicht, dass es nicht weitergeht, Freunde. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Und wir treffen jetzt auf Welt 6. Aber warum sollte ich schon jetzt Welt 6 machen, wenn ich jetzt erstmal ganz cool, crazy hier so die komischen anderen Minispieler machen kann? Weil die waren übelst nice irgendwie. Da waren coole Spiele dabei, daran erinnere ich mich noch. Da war auch. Ach, okay, eins war scheiße, das gebe ich zu. Ach, ich muss hier gerade so ein bisschen an meinem Rico rumspielen. Also, bis zum. Ja, ich hab doch schon gespeichert, Mensch. Mann, du Trottel. Okay.
Doppelheld, besser sagt man doch immer so schön, ne? Also, wir sehen uns beim nächsten Part, Freunde, und der geht doch gleich weiter, hoffe ich hier, und den kann ich heute Abend noch hochboxen, weil ich habe heute nur wenige Stunden, das ist ja Wochenende, und dann geht es wieder richtig los, und dann kann ich auch hoffentlich am Wochenende wieder die ersten anderen Parts nicht nochmal die Party hochladen. Also, bis dann, Freunde, haut rein, macht's gut und viel Spaß mit meinen Let's Plays. Ciao!